Aha, was geht ab, Brat? Mir ist Mufasa hier bei Enjip mit. Der erste Bulgare, die Stimme der Straße. Aslak Madafaka, ihr wisst Bescheid. Ich war ungefähr so 12, war ich. Ich saß im Park mit meinen Jungs. Warte, ich baue mal ein. Ein Dank geht nochmal an die Jungs von Royal Queenside für das Gras. Aber ich komme aus Offenbach und habe mir Baba Hash mitgebracht. Und so mein erster Joint. Ich war 12. Ich saß mit den Jungs im Park. Wir waren so zu dritt, zu viert. Und sind halt rumgejumpt. Ich war 12 und war der Ältere, der Älteste von unserer Gruppe. Wir waren noch, drei weitere waren mit mir und wir sind rumgejumpt, pipapu. Und dann waren wir irgendwann auf dem Parkplatz, wo normalerweise die Älteren chillen und es nach Gras stinkt. Und du weißt ja, wie das ist. Wir sind dort, Bruder, wir laufen rum und dann kommt der Jüngste von uns mäßig, der gerade im Knast sitzt. Grüße gehen raus an meinen Bruder, Free E oder wie man so sagt. So, auf jeden Fall kommt der Jüngste zu uns mit so einem halben Joint. So ein Joint, der ausgemacht wurde. Du kennst es ja, du rauchst manchmal, schmeißt ihn weg, aber die Älteren haben den dort gelassen. Damit die den dann später weiter rauchen und dann fing es an mit, ja, wenn du ziehst, dann zieh ich auch. Rauch ihn an und dann zieh ich auch, glaub mir. Und dann waren auf einmal alle am Ziehen, alle waren high. Und so, Bruder, es war auf jeden Fall die Hölle. Mir ging scheiße. Am Kotzen. Ja, mir ging scheiße, alle waren im Film, jeder braucht Wasser. Manche sind schon auf Boden und verlieren sich, denen geht scheiße. Einer war am Weinen, einer von den Jüngsten. War auf jeden Fall schlimm. Das war mein erster Joint. Dann war ich offiziell Kiffer, wenn ich ehrlich bin. Also dann habe ich mit dem gekifft, mal mit dem gekifft, mal mit dem gekifft. Und dann war ich nicht mehr mit Jüngeren, sondern eher mit Älteren unterwegs. Und dann war ich mit Älteren unterwegs und war in Nordend. Jeder Offenbacher weiß, wo Nordend ist. Wir waren im Nordring-Block. Das ist ein Block, wir waren 9. Etage, 10. Etage, hat mein Kollege gewohnt, der etwas älter wie ich war. Und wir waren halt da mit den Jungs, alle haben Joints geraucht. Alle waren am Kiffen und ich erinnere mich ganz genau, wie ich auf der Couch liege. Ich liege auf der Couch und dann wird mir ein Joint geschickt. Ich gucke den mir an, ich bin so 13 Jahre alt, oder 12, 13. Das ist ein Jahr später, nachdem ich angefangen habe. Ich liege dort, mir wird ein Joint geschickt und ich sehe die so dünn. So ein Spliffwood gebaut. Ich habe leider keinen Tabak, egal. Auf jeden Fall wird ein Spliff gebaut. Und dann sage ich ihm auch noch, Bruder, der ist doch zu dünn und so, was soll das? Mal bauen wir einen richtigen. Und der Ältere guckt mich an und sagt, hier, Bruder, rauch ihn. Wenn das nicht kickt oder wie auch immer, baue ich noch einen dickeren, was du willst. Ich erinnere mich, ich liege, ich nehme den Joint, ziehe einmal, zweimal, beim dritten Mal fange ich an zu kotzen. Einfach auf mich. Ich erinnere mich, ich stand dann so, voller Kotze. Der Ältere kam, ich habe ihn dann angeguckt und meinte so, Bruder, werde ich sterben? Bruder, ich war 12 Jahre alt, ich sag's dir. Ehrlich gesagt, Alkohol war nie mein Ding. Alkohol habe ich nie getrunken, mir ging's immer so scheiße. Ich hatte so Bauchschmerzen und so Emotionsprobleme. Mir ging's richtig scheiße. Und dann, ja, Kiffen war, ich glaube, auf jeden Fall mein erster Rausch. Nee, guck mal, Bruder, ich komme aus Offenbach. In jeder Ecke stinkt's nach Gras, in jeder Ecke stinkt's nach Hasch. Ich sag's dir, Bruder, egal wo du läufst. Den Haschgeruch, den THC-Geruch kennt jeder Mensch, der in Offenbach wohnt. Kann mir jeder sagen, was er will. Und überall wird gekifft. Irgendwann habe ich dann angefangen zu kiffen. Die ersten Wochen natürlich so mit Angst. Jede Nacht so, ich darf das nicht mehr. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause gehe, auf Paranoia, eine Stunde im Treppenhaus chillen, bevor ich reingehe, so Filme. Ja, oder es gab so Zeiten, ich komme rein, mein Vater ist noch wach, ich gehe in die Toilette, mache Wasser an und tue so, als würde ich duschen. Also als würde ich duschen und ziehe da 2 Stunden dann in der Toilette auf Handy und so. Und rauch heimlich Zigaretten. War auf jeden Fall ekelhaft. Ich bin halt in einer Gegend aufgewachsen, wo das der Alltag ist, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ja relativ früh mit der Musik angefangen. Habe auch Videos gedreht, schon als ich klein war, mit Handys und war schon am Kiffen. Und meine Eltern wissen auch lange, dass ich kiffe, haben mich immer angeschrien. Und so weiter, aber hat ja nichts gebracht, wie man anscheinend sieht. Obwohl es in Offenbach so offensichtlich ist, überall so, wenn man das macht, haben wir trotzdem aufgepasst, dass wir nicht dort kiffen, wo unsere Eltern sich aufhalten oder Bekannte oder Verwandte. Wie man sich das vorstellen kann, Bruder, du kommst an die Gleitstraße und hörst erstmal hunderte Sprachen, die aufeinander babbeln. Du verstehst gar nichts. Dann läufst du da, dann hörst du Türkisch, da vorne schreit der Jugo, da vorne kommt der Türke raus und jagt den Araber. Ist auf jeden Fall Multikulti bei uns. Und mit dem Araber auf Koksam schreien, musst du dir vorstellen, du steigst von einem Bus aus. Du fährst in einem Bus, Bruder, mit 13 weiteren Leuten.
die auch von Bulgarien gerade kommen mit Kindern und Familien. Dann steigst du aus und siehst einen mit Bier in der Hand und ja, so ging es dann los. Ich hab mit 10 habe ich angefangen zu rauchen. Ja, leider. Und dann ging es mit 12 los mit den Joints. Und dann erinnere ich mich an die erste Line, die gekommen ist. Darüber will ich aber auch ehrlich gesagt nicht reden. Was auch vorbei ist, mit den härteren Drogen habe ich komplett aufgehört, schon mit 16. Da ich ja mit 14 angefangen habe zu jagen, ging es mir da scheiße, Herzprobleme. Ich war klein, Digga. 60 Kilo Bulgi auf Jijus mit 14. Offenbach, Bruder, ich sag's dir. Offenbach, jeder Zweite macht es. Bau mal einen Joint, nein, Bruder, ich kann dir eine legen. Ah, wirklich? Was ist das? Ah, komm, und dann bist du dran. Wie gesagt, aber harte Drogen ist überhaupt nicht mein Ding. Habe ich komplett aufgehört. Das Einzige, was ich immer noch mache, ist kiffen. Spätestens als Haftbefehl gesagt hat, hier so und so, mir geht scheiße, das ist nicht gut, haben wir alle gesagt, okay, das darf nicht an den Leuten rangebracht werden. Das ist einfach nicht gut, das geht nicht. Ich bin mit 10 nach Deutschland gekommen und dann läuft ein Chapos, wer ist denn da, Babo? Ich bin im ersten Opel, der an dir vorbeifährt. Und dann wirst du auch wissen, wer ist es? Ich hatte hier halt Freunde, die länger hier waren und alle haben das gehört. In Offenbach laufen nur die Aslaks, Bruder. Sufjan war in der Zeit der Newcomer. Der Sufjan war damals in der Zeit der Mufasa, der ich jetzt bin, mäßig. Und war der Neue noch. Und das war für uns mäßig die Inspiration, Mann. Dann kam der Sufjan mit, hab die Straße im Blut. Und du bist Offenbacher, bist jünger. Inspiriert dich das halt. Waren auch alle so coole Jungs halt, auch keine bösen Jungs. Immer wenn wir die gesehen haben, voll lieb zu uns und haben uns gedacht, okay, wollen wir auch sein. Jetzt sind wir hier. Das erste Treffen, es gibt sogar ein YouTube-Video noch davon, mein Bruder. Der war im Saturn in Offenbach und hat das Album von Hannibal verteilt. Weg von der Fahrbahn. War das damals. Grüße nochmal an Hannibal, an Hafti, an Alamos. Der war dann da und das Album war neu draußen. Als Promo sind die dann nach Offenbach gekommen, sind in Saturn und haben das Album dann gekauft und an die Kinder verteilt. Ich war dann auch vor Ort. Und so war meine erste Begegnung dann mit Haftbefehl. Dann wurde ich nach ein paar Jahren wurde ich von Bratti gesigned, von meinem Manager, auch Grüße, bester Mann, der die rechte Hand von Haftbefehl mäßig ist, der sein Backup-Rapper, sein bester Freund, einer seiner besten Freunde von damals. Ich wurde dann von dem Typen gesigned, der jahrelang Haftbefehl seine Seite war. Und dann kam auch die Zeit, dass ich mich dann mit ihm kennengelernt habe und persönlich dann alles losging. So kam dann alles. Oh, Bruder, das ist richtig schlimm. Ich war ja vor kurzem in Bulgarien, jetzt vor ein paar Wochen, da hatte ich ein bisschen zu tun. Haben ja auch letztes Jahr das Video dort gedreht zu der erste Bulgare 2. Was ich hoffe, dass ihr das schon gesehen habt. Das ist schlimm, Bruder, für 4 Gramm gehst du erstmal in U-Haft und musst auf dein Gericht warten. 4-5 Gramm Gras gehst du rein. Letztes Jahr, als wir dort waren, war da nicht so ein gutes Gras, aber als ich jetzt zuletzt dort war, haben die mir so ein lilanes Gras gebracht, Digga. Und ich sag's dir, normalerweise rauche ich ja nur Hasch in Offenbach. Und das war auf jeden Fall gut. So ein lilanes Gras, auch ganz normale Preise wie hier. Geht schon. Wenn man Connections hat, kann man dann auf jeden Fall gute Raucher finden. In Offenbach wird nur Hasch geraucht, Bruder. Ich weiß nicht, woran das liegt. Seitdem, ich bin hier seit 10 Jahren hier. Das ist seit 40 Jahren ist Hasch in Offenbach so ein Bestandteil. Ja, würde ich sagen. Egal, wo man ist, ist Hasch dort. Also egal, mit wem man zu tun hat. Und Gras ist auch sehr schwer zu finden mittlerweile in Offenbach. Wie gesagt, Hasch und Offenbach. Natürlich haben wir auch Kali, haben wir auch Babagras, wenn du willst, findest du alles. Aber wir sind halt dran gewöhnt, Bruder, seitdem wir klein sind. Marokfilter, Bam, Zigarette, Südöftaf. Los geht's. In die Runde damit. Bonkphase. Bei uns werden Bonks aus Fundis gebaut. Bruder, du nimmst die Flasche, baust hier so ein Loch rein, machst den Joint von anderer Seite rein und ziehst. Weißt du, was da abgeht? Unsere Bonks, Bruder, bauen wir uns selber in Offenbach. Da kommt jetzt mein Album auch raus, das habe ich auch ein paar Mal erwähnt. Bulgis Bonbons mit Fundis, werdet ihr nochmal hören. Richtig geil, Mann, ich sag's, die Bonks werden selber gebaut, braucht man nicht zu kaufen. Bonkphase hatte ich auch, aber nicht so eine Phase, dass ich durchgehend, aber so ein Bonktag, kann man sagen. Wir sitzen in einer Wohnung mit Bonks und eine Menge Raucher natürlich. Und dann geht's los, aber ist nicht mein Ding. Ich bin eher der Joint-Typ. Ja, mein Tagesablauf, ehrlich gesagt, mittlerweile kiffe ich sehr viel, Bruder. Ich wache auf, Joint, wenn ich schlafen gehe, gute Nacht, Joint. So sieht mein Alltag auf jeden Fall aus. Joint, 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 schreiben, Joint, arbeiten, Joint, rumrennen, hier Interview, Joint, 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 Joint. Jetzt könnt ihr das Ding machen, Joint, 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 kennst du das? Geld so. Wenn ich irgendwann 40 bin und Kinder habe, Bruder, natürlich, oder irgendwas passiert,
was der Punkt ist, wo man immer aufhört, ist Gesundheit. Geht's dir scheiße, hörst du auf mit alles, Bruder. Vertrau mir. Ich habe keinen Führerschein. Ich wurde schon mit 16 erwischt, Bruder. Bekifft war ich im Auto von meinem Vater, auch so komische Geschichte. Ich kam raus, ich wollte eigentlich zur Schule gehen. Mein Vater war auf der Arbeit und hat mich angerufen, dass irgendein Kollege von dem mir den Schlüssel vom Auto geben soll. Ich habe den Schlüssel genommen, habe zwei Kollegen von mir getroffen und dann ging es wieder los. Ja, Bruder, Auto. Ja, lass uns mal hinsetzen. Ja, komm, wir schwänzen mal die ersten zwei Stunden. Und dann waren wir die ersten drei, vier, fünf Stunden im Auto. Nach dem dritten Joint hieß es dann, okay, komm, wir fahren zu Maggis. Weißt du, als wir zu Maggis gefahren sind, bin ich nicht gefahren, ist jemand anderes gefahren. Wir sind zurückgekommen, haben gegessen und dann haben wir angefangen, nochmal das Auto anzumachen, einen Parkplatz zu fahren und dann kamen die Bullen und haben genau mich dann am Lenkrad erwischt. Ich glaube, 5 Jahre Sperre habe ich bekommen und wenn ich meinen Führerschein machen will, dann muss ich die MPU und so machen. So Geschichten halt. Ja, sehr weit entfernt. Das erste Album, was ich rausgehauen habe, das erste Mixtape von mir, hieß der erste Bulgare. Ehrlich gesagt war ich noch nicht so richtig bereit. Ich war noch 16. Ich kannte die Sprache nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, Bruder. Ich habe angefangen zu rappen und wusste ehrlich gesagt nicht, was ich so wirklich mache. Weißt du, jetzt bin ich 20 geworden, ich bin drin, ich habe 2 EPs rausgehauen. 1 Jahr lang habe ich hart gearbeitet, habe ein krankes Album für euch vorbereitet, was den Titel Der zweite Bulgare trägt. Da ich jetzt der zweite bin und erfahrener bin, älter bin, krasser bin, kommt jetzt der zweite Bulgare. Bald kommt die dritte Single. Die zweite Single, kein Spaß, ist draußen. Für die dritte haben wir uns ein geiles Feature geholt. Dürfen wir schon sagen, Bruder? Dürfen wir schon verraten? Okay, okay. Das erste Feature von meinem Album, was jetzt rauskommt, auf der dritten Single, ist mein Bruder Kid Kawaki, den man vielleicht von dem Song Ballons oder Paranoia kennt. Auch ein richtig krasser Künstler, grüß dich, ging raus. Da kommt was Geiles. Guck mal, als ich hier war, kamen ein paar Songs von mir raus und dann hat sich ein Legendenrapper aus Bulgarien bei uns gemeldet. Mischo Shamara heißt der, grüß dich, ging raus nochmal. Mischo Shamara hat sich bei uns gemeldet, der Manager von ihm, und wollte einen Song für seinen Sohn haben, Lil Sha. Big Sha heißt der bulgarische Legendenrapper, der so einen Status in Bulgarien wie Kool Savas hier hat, mäßig. Hat einen Sohn, der Lil Sha heißt, und die wollten ein Feature von mir für seinen Song, für seine Single, die in Amerika dann released wurde. Die leben zurzeit in Amerika und der Kleine rappt auf Englisch, auf Army-Rap und so Trap. Und die haben mir den Song geschickt, ich hab's gefeiert, hab einen Baba-Part gemacht. Wir haben den Song gemacht und dann waren die zufällig in Bulgarien, weil der Legenden-Rapper dann die letzte Tour seiner Karriere gemacht hat. In der Zeit war ich auch in Bulgarien, weil ich mein Video gedreht habe und wir waren in derselben Stadt. Der Manager von dem Legenden-Rapper hat mir eigentlich das ganze Videodreh da geklärt mäßig. Und somit hatten wir Kontakt und dann waren wir im Fernsehshow mit dem, habe ich Clubshows mit dem gemacht. Haben ein Video zu dem Song gedreht, den wir mit seinem Sohn gemacht haben. Und die waren auch in meinem Video dabei, war auf jeden Fall geile Zeit, haben wir mit dem verbracht. Grüße gehen runter, raus an die Jungs, an Tufok, bester Mann aus Bulgarien, Sofia, ihr wisst Bescheid. Als ich da war, habe ich nochmal jemanden kennengelernt, so einen Rapper. Nasio heißt er, der hat uns auch missgeholfen. Durch ihn habe ich dann noch eine Gruppe kennengelernt, so ein Label-mäßig, wie die 187er, hier wie die 069er, also Mörderboys. Auch Grüße an die Jungs. Haben auch geile Pullis gemacht, geile Marke haben die, was Prizrak heißt. Prizrak ist übersetzt Geist auf Deutsch. Haben so geile, richtig geile Klamotten mit Lahengesichter. Kommen auch nochmal ein paar Sachen. Und so, Bruder, Bulgarien Connection ist da. Da ist alles, auch so neuzeitig wie hier. Trap, Drill, alles Mögliche, auch so oldschool. Es gibt auf jeden Fall wie hier, Beispiel der Haze, auch Grüße gehen raus, seine Schiene durchgezogen hat und immer noch Boom-Bap macht. Gibt es dort auch Leute, aber trotzdem gibt es Trapper und Driller. Auf jeden Fall wie überall, Bruder. Ich bin der erste Bulgare der Deutschrap-Szene. Damit haben wir viele Bulgaren auf die Karte geholt, die sich dann auch gefreut haben. Als ich in Bulgarien war, habe ich auf einmal so viele Fans gehabt, Bruder, was ich niemals erwartet hätte. Richtig krass. Und dann haben die manchen auch gesagt, du bist krass, aber wir verstehen dich nicht. Deswegen haben wir die Untertitel gemacht. Ich glaube, da wird auch was auf Bulgarisch kommen, glaube ich, Mann. Für meine Fans mache ich es einmal. Ich mache was Geiles für euch. Guck mal, bei mir, ich hatte ja Pech, dass ich in der Zeit gekommen bin, wo Corona gekommen ist. Ich habe fast gar keine Auftritte gemacht. Dank meinem Manager Bratia war ich nochmal bei Aykut nochmal da, bei Haftbefehl war ich nochmal da, bei Aykut habe ich danke nochmal, waren da nochmal zu sehen, bei Autokonzerten und so, aber so ein richtiges Auftritt hatte ich noch nicht. Die Corona-Zeit hat mich gerobbt, ich bin
eher so der Studio-Rapper jetzt. Jetzt würde ich sagen Studio, aber gib mir ein Jahr, Bruder, und nächstes Jahr sage ich Bühne. Sobald ich jetzt vor Mike stehe und du hinter mir sitzt, Bruder, ist vorbei. Jetzt, ich sitze jetzt mit dir hier, wir reden, die Stars, wir rauchen einen Joint und dann stehe ich auf, gehe so in meine Booth rein oder vor meinem Mike und dann ist vorbei, dann sehe ich keinen mehr. Und dann mache ich halt mein Ding. Merkt man ja auch, auf Durchdreh, ja, bei mir ist ein bisschen anders. Oh, schreiben eher alleine, Bruder, das fuckt mich. Also beim Schreiben, das ist dann meine Schwachstelle. Da, Bruder, da ist dann vorbei. Wenn ich schreibe, muss ich lieber alleine sein. Weil das fuckt mich, ich fühle mich beobachtet. Das ist aber gar nicht der Fall beim Aufnehmen. Kennst du das so? Schattenseite, krass. Jetzt habe ich selber meine Schattenseite gesehen. Schreiben ist meine Schwachstelle. Wenn ich schreibe, lass mich in Ruhe. Kennst du das? Nee, das Aggressive, diese Schreie, weiß ich nicht, wie das kam. Bruder, ich war relativ jung, als ich angefangen habe aufzunehmen. Ich kam ins Studio. Ba, das ist der erste Bulgare. Und dann kam das irgendwie. Und das war dann mein Style. Und dann habe ich das durchgezogen. Ich weiß nicht warum. Das ist halt meine Stimme. Manchmal, wenn ich rede, hört sich das so an. Wenn ich ein bisschen aggressiver bin oder wie auch immer. Bruder Aslaks, ich sag's, ich komme aus Offenbach und egal wo du läufst, hörst du Sufjan, hörst du Reda, hörst du Haftbefehl, Bruder, da geht die Luzi ab, Dümarok läuft überall. Dosis hat mir viel geholfen, Grüße gehen nochmal raus. Als ich zu Bratte gekommen bin, war Dosis noch bei 069 und der hat mir viel dann geholfen, hat mir das wie Fußball erklärt, so richtig gut hat er mir das erklärt dann, wie Rap funktioniert, wie man das machen soll. Und zum Glück hatte ich das Glück, dass ich von dem Besten lernen konnte, Bruder. Und dann habe ich es irgendwie hinbekommen. Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich was will, dann mache ich es auch. Digga, ich bin seit 10 Jahren hier. Ich kannte die Sprache nicht, guck mal, was ich jetzt mache. Ich wollte das unbedingt. Ich hab Nemo gehört, ich habe Aykut gehört, ich habe die Texte von den Jungs wie Capo immer nachgerappt. Und dann kam es dazu, dass ich meinen eigenen Text geschrieben habe und der Bratti das mitbekommen hat und mir gesagt hat, hier rappt man und mit Story gemacht hat. Und so ging es eigentlich. Also mit Bratti war es richtig lustig, Bruder. Das war so Liebe auf den ersten Blick. So, wir kannten uns nicht mehr richtig, aber wir waren schon voll warm. So voll Baba war das zwischen uns. Jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, hat er mir eine Story gemacht und ich habe einen 16 ausgepackt. Irgendwann bin ich 16 geworden, 17, und habe ihm einen Song geschickt. Dann hieß es, komm, du bist soweit. Willst du bei 069 sein? Genau so, Bruder, wie ich dir erkläre, ich schwöre auf alles, so war das. Ich sehe die S-Klasse schon vor meinen Augen. Egal, was sie sagen, lass sie. S-Klasse von der ersten Vulgar. Part 3. Oder 3, ja, Haha, Part 3 war das. Einer soll ich noch sagen? Wem soll ich sagen? Okay. Ich sag mal, wer die vierte Single ist. Die vierte Single ist mit meinem Bruder Sufjan aus dem Haus Aslaks. Grüße gehen raus. Danke für den kranken Part, mein Bruder. Mein Album kommt dieses Jahr noch. Wir sind noch bei der zweiten Single, wartet noch ab, da kommt noch eine dritte, noch eine vierte, noch eine... Boah, wir wollten nicht wissen. Was ich noch zu sagen habe, ja, verfolgt mich, folgt mir auf Instagram. Passt auf euch auf, an alle Jüngeren unter euch, macht es nicht, das auch, wollte ich nicht. Ist einfach so gekommen, heute bin ich hier. Passt auf euch auf, Aslak, motherfucker, ihr wisst Bescheid.